und bist unverwundbar. Ich hole mir am besten hier alle Ringe. So, damit hätten wir noch zwei Ringe, die wir bekommen können. Scheiße. Warum passe ich denn hier nicht auf, verdammt nochmal? Ach, Mensch. Jetzt hat er uns schon zweimal geblitzt, Dingenst. Jetzt haben wir nur noch 17 Ringe. Das ist echt zum Kotzen. Aber das Spiel ist Hammer. Also man muss echt so ein bisschen nachdenken hier. Sonst wird man ganz schnell mal geblitzdings. Ich kann mir vorstellen, dass niemand so gerne geblitzdings wird. Na toll, tolle Sache. Jetzt haben wir nur noch einen Ring. Wenn wir jetzt nochmal getroffen werden, haben wir schon wieder keinen Ring mehr. Ach Mensch. Wo soll das hier alles noch enden bei Sonic 4 Episode 2? Hahaha. Verdammt. Wir können unser Leben eigentlich gleich in die Tonne schmeißen. Wisst ihr was? Ich werde den Level erstmal vorzeitig beenden. Gehen wir damit zur Weltkarte? Müsste ja eigentlich so sein. Ja, ich weiß. So, wir haben hier schon 4 Speziallevel, haben wir? Ne, 3 haben wir. Werde ich mal schauen. Können wir den eigentlich schon spielen hier? Nein. Selbstverständlich nicht. Wir gucken mal in die Oil Desert Zone. Wir haben hier auch keine Bonuslevel oder sowas. Dann machen wir den Level am besten nochmal. Weil es ist ja echt zum Kotzen. Ja, wir sind unter Wasser unterwegs. In einem der besten Level im ganzen Spiel. Ach ja, wir müssen uns ja rollen. Wir werden ja sowieso so oft gerollt. Also können wir uns auch mal selber rollen. So, interessante Sache. Ja, wir brauchen lediglich genug Ringe. Wir müssen uns hier nicht großartig aufhalten. Lol, ich wollte mich eigentlich rollen. Dann rolle ich mich mal selbst. Okay.
Kann sein, dass wir jetzt gleich schon am Ende sind. Habe ich zumindest das Gefühl. Oder? So, Unverwundbarkeit ist immer eine geile Sache, unverwundbar zu sein. Ist man ja eigentlich recht selten in diesem Spiel. Ich glaube, den Boss schafft man auch am besten mit Super Sonic. Anders wird schon echt schwierig, glaube ich mal. Weißt du was? Wenn man es ist ganz einfach. Mann, da hab ich ja noch Schwein gehabt. Ich glaube, wir sind am Ziel angelangt, genau. Da muss ich gleich ganz genau aufpassen. Sonic und Tails haben Akt 3 beendet. Okay. Ja. Ach, Hilfe. So, jetzt geht das dann wieder los mit diesen Bonus-Leveln. Ich hoffe, das wird nicht zu schwer. Also wie gesagt, Sonic ist auch echt nichts für Kacknoobs oder sowas. Gut, 180. Ich hoffe mal, wir schaffen das jetzt. Nur die 250 Ringe, das können wir eigentlich schaffen. Ich möchte auch nicht sprinten oder sowas, weil da habe ich echt keinen Bock drauf. Nachher verpassen wir wieder so viele Ringe. Jetzt fehlen uns noch 100 Ringe ungefähr. 90 knapp. Ja, wir haben es nicht geschafft. Uns fehlten 3 Ringe. Das ist doch echt zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Nein, nicht den nächsten Akt spielen. Ich möchte nicht den nächsten Akt spielen. Ich habe da keine Lust drauf. Überhaupt gar nicht. Ich spiele dann jetzt erstmal... Ja, kann ich ja vergessen. Ich brauche ein Level, den ich schnell beende, damit ich Metal Sonic werden kann, damit ich die Bonus-Level vernünftig schnell schaffe. Ich habe da echt, nee, hier habe ich echt keine Lust drauf. Da mache ich lieber Achterbahnschienen. Und es bringt es echt nicht. Weil ich habe da keine Lust, jetzt nochmal 100 Mal irgendwelche Level zu machen.
nur um da einen verkackten Bonus-Level zu schaffen, ganz ehrlich. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber du kannst Robotnik wirklich am leichtesten schaffen, wenn du halt Super Sonic hast. Das ist klar. Aber das war beim anderen auch so. Obwohl, da konntest du gar keinen Super Sonic werden. Es muss ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, das zu schaffen, ohne da ständig irgendwie zu sterben oder sowas. Oder ständig irgendwie wieder in ein Level zurück zu müssen, den man schon 100-mal beendet hat. Ist meine Meinung. Und es ist nicht so schwer, das ist klar. Aber dennoch ist es für ein Let's Play ziemlich unfair gemacht. Deswegen eignet sich Sonic wahrscheinlich auch nur sehr bedingt zum Let's Playen. Aber Sonic ist echt so ein Spiel, da bist du dann wirklich lange am Machen und am Tun. Weil du halt immer wieder irgendwo deine Leben verlierst und so weiter. So, jetzt können wir es noch einmal versuchen. Und wenn es nicht klappt, versuchen wir Robotnik noch einmal so und dann werde ich die Aktion Super Sonic werde ich dann sein lassen. Dann gibt es keinen Super Sonic, dann werden wir nur den Boss beenden und die Episode Metal. Das sehe ich nämlich gar nicht ein, dass ich da jetzt mir so einen Hermann mache, deswegen habe ich echt keinen Bock drauf. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Ich möchte das gerne schaffen. Ich bin auch motiviert dazu, aber nicht unter den Voraussetzungen, dass ich da mich nochmal 100-mal aufregen muss oder sowas. Da habe ich echt Besseres zu tun. 159. Jetzt haben wir sogar weniger Ringe als vorher. Ich möchte auch nicht boosten oder sowas hier. Weil, sonst verpasse ich dann doch wieder zu viele Ringe. So, 253 Ringe. Okay. Wenn wir es diesmal wieder nicht schaffen, dann werde ich das kurz vorm Ende beenden. Ich glaube, wir schaffen das gar nicht. Erneut versuchen. Wir sind ja nicht blöd. Dann machen wir es vorm Ziel, dass wir das so machen. Dann wird das jetzt eine richtige Kleinstarbeit hier. Aber wenn das manche nicht anders wollen, beziehungsweise das Spiel das nicht anders will, ich muss ja auch noch zusehen, dass ich das schaffe. Kann ja nicht sein, dass ich da 100-mal dran scheitere oder sowas. Es macht ja schon Spaß, das Spiel, aber es ist an manchen Stellen ist Sonic immer ziemlich unfair. Und deswegen ist Sonic zum Beispiel für Anfänger überhaupt gar nicht zu empfehlen.
Weil du da echt eine Krise kriegst. Du kriegst echt eine Krise. Du denkst, Alter! Was soll das? Ne? Aber andererseits ist Sonic auch richtig geil gemacht. Also ich kann mich da nicht beschweren. Wir schaffen es nicht. Uns fehlten 5 Ringe. Also müssen wir es noch einmal versuchen. Ja. Dann beenden wir es lieber vorher, bevor wir halt das nicht schaffen. Und dann wieder ein Level suchen dürfen, wo wir dann ganz bis zum Ende irgendwie durchwandern dürfen. Da kenne ich ja nichts. Aber... wow. Ich glaube, das wird auch wieder der schnellste, der beschissenste Durchlauf hier. Wir versuchen es besser gleich noch einmal neu und... Moment. Ich muss mal kurz das Mikro anders hinstellen. Und... ja, ich weiß. Macht mich nicht wieder drauf aufmerksam. Das ist nicht nett, jemanden mit seinen Lastern zu konfrontieren. Es gab damals mal einen schönen Emulator, da konnte man den Spielverlauf konnte man da verlangsamen. Und das müsste hier auch gehen, auf der Xbox. Bei manchen Spielen, zum Beispiel bei Sonic. Sieht ja eigentlich schon ganz ordentlich aus. Ach Mann. Ich möchte mehr Ringe. Ich möchte noch mehr Ringe. Bitte. Ich hab mir das verdient hier. Ich bin auch so gut, eigentlich. Eigentlich bin ich ganz gut. Also wie gesagt, zu Sonic gehört auch viel dazu, also... ist definitiv nicht einfach. Gerade die Bonus-Level, die waren nie einfach bei Sonic. Das war schon immer irgendwie so. Und wir haben jetzt 181. Ich musste mal ganz kurz Pause machen. So. Ich musste mich mal sammeln. Schade, es wäre schön, wenn man das zu zweit spielen könnte, aber es hat ja keiner. Von euch hat es ja keiner. Sonst hätte man das vielleicht schon mal schaffen können. Aber das will ich dann auch gar nicht. Ja, wir dürfen jetzt noch zusehen, dass wir noch 100 Ringe kriegen ungefähr. 90, besser gesagt. So, ich bin gespannt, ob wir das diesmal schaffen. Und wir haben es wieder nicht geschafft. Uns fehlen diesmal 8 Ringe. Das machen wir jetzt so lange bis zum Erbrechen. Und wenn wir die Folgen extrem lang machen müssen. Das ist mir auch egal eigentlich. Weil das Problem ist einfach, dass das nicht so einfach zu schaffen ist. Jetzt fehlen mir zum Beispiel wieder 10 Ringe da oben. So. Volle Konzentration. So, ich hoffe, wir schaffen das dieses Mal genauso gut. Dass wir hier auch irgendwo in der 280 sind oder sowas. Das wäre schön.
Also Gas, 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 Gas. Bin ja mal gespannt. 282. Ach, geil. Geil. Jetzt Konzentration. Ihr könnt auch gerne lachen, wie ich hier am Verkacken bin. Ich find's ja auch selbst lustig. Sonic ist eben nicht einfach. Und ich hab's geschafft. Alter, wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist das denn? Oh, ja! Ja! Endlich! Oh, oh Gott, nach 1000 Versuchen, ich hab's geschafft. Oh, es ist doch nicht zu glauben. Ja! 4 Chaos Emeralds, jetzt fehlen also noch 3. Verdammt. Nö. Okay, aufatmen. Dann kann der nächste Bonus-Level ja nur viel schwieriger werden. Nur 100 mal schwieriger. Aber wir können ja gleichzeitig schon mal Metal Sonic, Metal-Episode spielen. Können wir ja mal machen. Ach, da starten wir hier. Ach, ist das geil. Mensch, das ist schön. Das gefällt mir. Gut, was müssen wir beachten? Wir müssen beachten, dass die Steuerung wieder wie bei Sonic 4 ist. Und dass die Level ein wenig anders aussehen. Ja, schick. Wenn man gleich seine Ringe verliert. Alter, willst du mich rollen oder was? Das habe ich ja gerne hier. Das habe ich ja echt gerne. Also die Steuerung ist echt wie bei Sonic. Also wenn man Sonic alleine spielt. Aber das finde ich schon wieder geil, weil... Das finde ich echt geil. Das finde ich schon wieder total ungeil. Aber irgendwie ist es doch geil. Wie schnell man unterwegs ist. Alter, diese Sterne sind echt heftig. Freunde der Nacht. Ist echt nicht zu glauben. Nein, ich möchte das doch alles gar nicht. Ja. Aber einen Vorteil haben wir schon mal. Wow. Oh, und wir müssen schauen, dass wir da zeitig rüberkommen irgendwie. Oh, Hilfe. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Ich habe eigentlich gedacht, mit Metal Sonic, das wird ja wesentlich einfacher.
Aber ist echt geil gemacht. Also schön, dass die Levels nochmal verwertet wurden. Das mag ich ja gerne. Also wenn dann nochmal die Levels aufgearbeitet werden und dann in einem anderen Teil nochmal vorkommen als quasi kleines Extra. Vor allen Dingen ist es ein kostenloses Extra. Wenn ihr Sonic 4 Episode 1 habt und Episode 2, dann bekommt ihr die Bonus-Level, also die Episode Metal, gratis dazu. Dann wird sie nämlich bei euch freigeschaltet. Beziehungsweise die Level werden bei euch freigeschaltet. Wow. Ich mag mich eigentlich am liebsten kein Stück vorwärts bewegen, weil ich immer Angst habe, dass ich meine Ringe verliere. Ach Mann! Mensch, das ist doch nicht nett. Das ist echt nicht nett. Aber ich habe sowieso mal gehört, dass nett eigentlich die kleine Schwester von Scheiße ist. Und deswegen würde uns nett hier sowieso nichts bringen. Scheiße, was mach ich hier jetzt? Was muss ich da machen? Ich glaube, ich muss rechtzeitig da rüber. Ich weiß es gar nicht. Ja, schön. Also muss ich zusehen, oh, nur so wenig Ringe, verdammt. Egal. Metal Sonic hat Akt 1 beendet. Mhm. So. Das ist Akt 2. Der Schatz des Altars. Mensch, das ist echt geil. Ach, das kenne ich noch zu Genüge. Wird wahrscheinlich auch wieder eine abgewandelte Form sein. Also, dass es wesentlich flotter gestaltet ist als die Sonic 4 Episode 1 Variante.